Und herzlich willkommen hier bei Faszination Großuhr. Wie versprochen, habe ich hier die Erklärung, wie ihr eure Pendeluhr reguliert, nochmal ganz kurz, trotzdem Schritt für Schritt zusammengefasst. Als erstes müsst ihr die Gangdifferenz feststellen. Dafür zieht ihr eure Uhr auf, stellt sie exakt, lasst sie eine Woche laufen und schaut dann, wie viel Differenz ihr zu einer Funkuhr habt. Dann halten wir das Pendel an und hängen es aus, damit wir beim Regulieren nichts im Uhrwerk beschädigen. Unser Pendel hat eine Linse, die relativ schwer ist, und zum Regulieren der Ganggenauigkeit müssen wir mit der Reguliermutter die Höhe der Linse verstellen. Wenn ihr festgestellt habt, dass eure Uhr zu langsam ist, dann müsst ihr die Regulierschraube nach oben schrauben, also dass ihr auf dem Gewindestab nach oben rutscht, die Linse nach oben rutscht und somit die wirksame Länge von unserem Pendel kürzer wird. Dadurch geht eure Uhr schneller. Wenn eure Uhr zu schnell gegangen ist, müsst ihr das Pendel länger machen, das heißt, ihr müsst die Reguliermutter nach unten schrauben, sodass die Linse weiter nach unten kommt. Kontrolliert bitte, ob sie auch unten an der Mutter anliegt, wenn nicht, müsst ihr sie sachte nach unten schieben. Danach hängt ihr das Pendel wieder in die Uhr ein, zieht die Uhr voll auf und stellt sie exakt ein. Nach wieder einer Woche könnt ihr kontrollieren, wie sie gelaufen ist und den Vorgang so lange wiederholen, bis ihr zufrieden seid. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Regulieren eurer Uhren und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut bei Faszination Großuhr. Bis dann, eure Ina.